komme hier nicht mal durch. Ich habe mich minimal verkalkuliert, glaube ich. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rollercoaster Tycoon 3. So, und wir spielen heute einen, den ersten Themenpark, der nicht Western ist. Was für ein Wunder. Und zwar ist dieser Themenpark auf Grusel bedingt und so weiter und so fort. Ja, simples Prinzip, Themenpark. Gibt nicht großartig was dazu zu sagen. Gibt's hier die? Okay, schade, gibt nichts. Alles klar. Okay. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. Mit einem Kugelrad. Es ist nämlich wirklich hier richtig cool eigentlich, dass hier alles auch thematisch ist. Was das Ganze echt cool macht eigentlich. Ja, das war ein Satz. Respekt, dass ich so ein Blödsinn reden kann. Joa. Kann ich da so bauen? Bestimmt. Oh wow. Erstmal ändern wir den Weg, den Standardwegtyp auf Stahl. Das bauen wir so hin und schalten auf Go. Gut. Für das leibliche Wohl sorgen wir auch gleich. Gehen wir hier die Preise schon mal anziehen. Ich meine, 3 Euro kann man schon mal für einen riesen Hotdog ausgeben. Okay. Preis 1 fertig. Dann machen wir hier schon mal da. Und zwar kosten die hier alle 1,80. Keine Ahnung, ob ich damit Gewinn mache. Ist mir auch relativ Banane. Auf jeden Fall brauchen wir dann noch einen Hexenhüter. Stand. Und was ist denn hier im Weg? Totenschädel. Oh Mann, Alter. Der kostet 2,50 Euro. Ja, will ich. Okay, gut. Dann haben wir das Wichtigste eigentlich schon erledigt. Da ist nämlich noch ein Geisterhaus. Deswegen baue ich das jetzt hier nicht. Und dann bauen wir noch eine Straßenbahn. Ich wollte schon immer hier mal eine Straßenbahn bauen. Von da vorne aus. Ist erfahrungsgemäß aber eher schwierig. Stattdessen bauen wir lieber mal noch ein paar Informationen hier hin. Denn, was viele nicht so ganz wissen, ist, dass hier ziemlich fette Gewitter öfter mal da rumgurken. Rumgurken vor allem, ja. Das ist wunderschön gesagt, Geli. Und deswegen ist es doof. Aber wir bauen noch schnell eine Geisterbahn. Keine Ahnung, warum ich das jetzt alles schon wieder baue. Das Ding ist halt, ich weiß es gerade wirklich nicht. Machen enge Sachen. Haben hier eine Auffahrt. Drehtunnel. Noch ein paar Drehtunnel. Geht das auf? Nein, das geht nicht auf.
Alles klar. Das ist echt genial so. Das nicht funktioniert. Hä? Also ich weiß jetzt theoretisch, wie ich runterkomme, nämlich so. Hier. Alter, ich glaube, ich habe das jetzt schon wieder so richtig verhunzt. Muss jetzt hier nochmal oben drüber. Was glücklicherweise irgendwie geht. Muss jetzt hier runter. Was glücklicherweise auch geht. Oh ne, das machen wir so. Schau dir das an. Boah, ich bin richtig krass am Bauen hier. Oh ne, warte, das ist blöd. Ne, wir müssen ja schon ganz runter. Da führt kein Weg dran vorbei. Dann ist die Frage, kommen wir hier durch? Nein, oh fuck, wir kommen hier nicht mal durch. Ich habe mich minimal verkalkuliert, glaube ich. Oh mein Gott, jetzt bin ich alles klar. Kommen wir hier zumindest oben drüber? Ne, wir kommen hier nicht oben drüber. Oh Mann, ist das doof. Hä? Wie soll ich denn das hier noch irgendwie zu einem Ende bringen? Das kann doch nicht funktionieren. Doch, ich weiß. Ah, Moment, das könnte hinhauen. Oh lol, das ist schon wieder. Boah, ey. Das Bahndesign, ey. Oh, ohne Witz. Das muss jetzt da lang. Alter Schwede. Nimm den Sensenmann-Eingang. Das ist cooler. Das ist echt genial, das ist ja genau natürlich da, wo die beiden Stützen sind. Ja, wir nehmen 7 Wägen. Ne, wir nehmen maximal, ja doch, 7 Wägen sollte gehen. Also wenn einer immer unterwegs ist, womit man durchaus kalkulieren können sollte. Dann passt das schon. So. Dann müssen wir das Ding nur noch stilecht in ein Hexenhaus eingliedern. Das war mit einer Holzwandbasis eigentlich. Wir nehmen jetzt auch mal nur Wände. Holzwand, Holz, okay, wir nehmen. Alles klar. Gut. Gut. Die Bahn muss jedenfalls hier schön eingegliedert werden.
Ach komm, wieso gehen die denn nach außen, die scheiß Stützen? Hier sollen keine Stützen hin. Das muss halt hier anders machen. Kommt hier ein Weg hin. So, damit haben wir das auch gelöst. Also wie gesagt, man kann Bahnen in ganzen Häusern verstecken. Genau das habe ich jetzt hier übrigens auch vor. Für alle, die das nicht gemerkt haben. Und ich glaube, so ein Schlottersteins Burg wäre wahrscheinlich cooler gekommen. Lol, wie das hier einfach halt... Wie halt einfach Westernhäuser hergenommen wurden. Vom Level-Designer. Lol, ich kann mich nicht erinnern, diese Mods überhaupt hinzugefügt zu haben. Nice. So, Halbdach. Wieso gibt es zwei Halbdächer? Gibt's nicht. Ah, alles klar. Das ergibt Sinn. So. Und hier stellen wir jetzt fest, dass es nicht die richtigen Höhen gibt. Das ist so dumm. Weil es dann einfach keine Wand mit ein Drittel Höhe gibt. Das ist so bescheuert. Das ist doch alles so blöd. Oh Mann. Ah nee. Ja doch, so passt das. Easy going. Okay. Okay, warte, das muss ich anders lösen. Also man sieht schon, man kann hier quasi sein ganzes Leben damit verbringen, so ein Haus zu bauen. Wenn man es perfekt machen will. Was einem nebenbei bemerkt sowieso nie gelingen wird. Es gibt kein perfektes Haus in Rollercoaster Tycoon. Es gibt's einfach nicht. Das muss man dann halt auch akzeptieren. Dass es das nie geben wird. Andere Sache. Es ist natürlich wieder eins höher, ich kotz gleich. Mann! Funktioniert das? Nee. Das funktioniert ja niemals. Okay. Wie managen wir das? Standardmäßig. Oh lol. Habe ich jetzt allein schon bei diesen Kurven hier verkackt? Okay, gut, das verpacken wir nur von außen schön. Hä? Weil ich ihnen nicht mehr verpacken kann. Weil ich das schon vergeigt habe. Hä? Ach ja. Oh, Mensch.
Also wenn ich nicht mal Architekt werde, ey, ich kann es dir auch nicht sagen. Ah. Ohne Witz. Germany's Next Nachwuchsarchitekt. Das bin hundertprozentig ich. Ich weiß es noch nicht. So, ich glaube, hier muss ich dann wieder eine zweidrittel hohe Wand. Hier muss ich dann eine zweidrittel Wand anziehen. Alles klar. So ist das hier also. Gut. Ich würde vorschlagen, ich baue jetzt einfach so weit runter, wie es geht. Weil hier ist dann jetzt schon wieder Schluss. Weil die Wägen halt einfach so hoch sind. Kann man hier halt nur begrenzt. Also das war eine scheiß Idee, das in einem Haus zu verstecken. Man merkt schon, wie ich mich dafür jetzt so ein bisschen hasse, dass ich das machen wollte. Oh Mann, wie kann man denn nur auf so eine blöde Idee kommen? Alter, ich bin so ein Trottel. Gut, hier muss dann jetzt nochmal was gesetzt werden. Weil wegen ist halt so, ne? Alles klar. Jetzt sollte das hier zumindest gehen. Lol, jetzt. Hä? Wie? Warum geht das jetzt hier? Meine Architektur macht überhaupt keinen Sinn. Guckt euch das doch mal an. Warte, was? Wieso ist das hier? Ich bin ein Vollidiot. Ich komme ja doch noch eins runter. Die Frage, ob ich das wirklich auch überall machen kann. Ja, das geht sogar überall. Boah. Das war einfach. Das hier sogar, okay, das jetzt hier nicht. Wegen der Kurve da vorne. Das passt schon mal jetzt gerade gar nicht in mein Konzept. Ich hoffe mal, dass der Drehtunnel hier überhaupt nichts ausmacht. Was die maximale Höhenbelastung betrifft. Ja, wir bauen zumindest mal keine Fenster, aber sonst würde man diese Schreckenskonstruktion sehen. Von außen, und das will ja keiner. Oh wow, Alter. Dieses Haus ist der Inbegriff einer katastrophalen Architektur. Gebt euch das mal. Alter. Na toll, jetzt habe ich natürlich genau die beiden Sachen erwischt, die ich nicht löschen durfte. Das war so klar, dass mir das passiert. Jetzt sag ich nicht, das war außen.
Alter, boah. Easy. Ja, sogar auf Anhieb gesessen. Oh, toll. Das ist ja fast, als hätte ich den Scheiß studiert. Toll. Langsam habe ich keinen Plan mehr, wie ich dieses Haus zu Ende bauen soll. Und das war sowas von überhaupt nicht abzusehen, dass das passieren... was war das denn? Dass das passieren wird? Oh Mann. Okay, die Wand hätten wir zumindest schon mal fertig. Alles klar. Okay, perfekt. Dann können wir jetzt müssen Holz an eine Zweierhöhe hinklatschen. Und das wird funktionieren. Das ist schon mal toll, weil hier kommen jetzt einfach noch von den Westernstadtwänden Flachdach. Das Weiß muss in hellblau und dann passt das nämlich hier dazu, und das ist nämlich der Trick. Wie man hier Flachdächer bauen kann. Also eigentlich geht's nämlich nicht. Eigentlich ist es auch nicht wirklich von der Spielmechanik vorhergesehen, Flachdächer zu bauen. Aber wir können es halt. Und schon ist dieses Haus sogar fertig geworden. Endlich. So, und jetzt will ich damit fahren. Warte mal, haben wir auf was wieder auf normal? Ich glaube, das ist normal, das ist schnell und das ist super schnell. Oh Mann. Das Ding ist, durch das ganze Haus können wir jetzt auch noch begrenzt gut auf die Bahn zugreifen. So. Fahren wir jetzt mal mit dem Ding mit. Okay, wir haben ein Loch im Dach. Alles klar. Gut, dass man das von außen nicht sehen kann. Also richtig gut sieht es jetzt nicht gerade aus. Schreien die denn alle? Alles klar. Gut. Ja, das war jetzt echt hochspektakulär. Muss ich schon sagen. Also, wow, Alter. Auf geht's. Ja, mal schauen, was da rauskommt. Hexenhüte passt nicht zum... Was? Wie, das passt da nicht rein? Ach, wegen den Western-Dächern, weil das ja alles Western ist. Aber dafür ist doch auch hier der Dingens. Also auf jeden Fall müssen wir erstmal dafür sorgen, dass hier die Wege besser beleuchtet sind. Das ist wirklich wichtig.
Weil ich finde die Wege hier wirklich am Anfang viel zu schlecht ausgeleuchtet. Weil man sieht einfach nicht wirklich was. Und allein das ist schon der Fehler. Man sollte was sehen. Hier zum Beispiel, da fehlen auch die Lampen. Prinzipiell immer, wo es zu dunkel ist, müssen Lampen stehen. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Pip. Was? Alles klar. Oh Mann, ja, gut. Schädelmüll. Haben wir so, doch, das sind schon Schädelmülleimer. Wenigstens etwas. Vielleicht sollte ich auch mal Mechaniker einstellen, falls mal meine Sachen kaputt gehen. Plus 83% Faulheit. Easy. Alles klar. Und jetzt sieht man auch, warum ich die Lampen aufgestellt habe. Weil es einfach. Oh lol. Wieso hängt denn da noch? Dann habe ich doch schon runter. Lass mich nicht hängen. Ja, ist leider jetzt schon passiert. Tut mir herzlich leid. Aber naja. Das Ganze wird noch hier viel lustiger, wenn es dann erstmal zu gewittern anfängt. Oh. Apropos gewittern. Da kommt's mir. Okay, gut, wir haben schon eine Information. Das ist jetzt wichtig gewesen. Aus der Verdammnis. Alles klar. Wie sieht es denn finanziell aus? Okay. Zahlen wir mal das Darlehen jetzt zurück. Dann schauen wir mal, ob wir damit Geld verdienen können. Mit dem Park aktuell. Alter, das Haus hat einfach mal über 3000 Euro gekostet. Läuft bei uns. Schade, dass es jetzt tagsüber gewittert hat. Wäre echt cool gewesen, wenn das. Lol. Wieso hat er. Was? Ja, Kinders. Wieso werden die Verkäufer dann so honoriert? Das Ding ist halt, bei denen kann man sogar das Gehalt reduzieren, ohne dass was passiert, weil die Verkäufer nicht kündigen können. Was echt cool ist. Oh Mann, das geht schon wieder. Das ist das Praktische an der Geisterbahn. Die wird immer gefahren werden, weil es im Haus nicht regnet. Macht die geflügelte Ratte schon einen Unterschied. Oh Mann, Alter. So.
Wie schaut es denn jetzt hier aus finanzieller Sicht? Alter, als ob das jetzt schon wieder gewittert. Merkt genau, wenn das Wetter in einem Monat scheiße ist. Oh Gott. Alles klar. Ich glaube, wir machen diesen Monat sogar Gewinn. Es regnet. Alter, es ist doch scheiße, wenn es die ganze Zeit regnet. Wie soll ich denn da? Okay, die Bahnannahmen haben wir. Wir brauchen halt noch eine zweite Achterbahn. 160 Meter. Heißt, das reicht, es ist auch so eine kleine Piss-Achterbahn. Die uns nichts kostet, wie zum Beispiel eine wilde Maus. Bauen einfach jetzt eine wilde Maus.